Und willkommen zurück bei Let's Play Saints Row 4. Ja, und wir müssen John und ich alles machen hier. Der hat das schon gut gespeichert. Ich hoffe, jetzt klappt das mal. Get Sid one of these murder bots instead. Do you really want to give some rogue AI an exoskeleton equipped with a complement of weapons? Hey, that's some Terminator. Probably not. Besides, I already found a real CID body for him on the ship. So, you know, synchronicity. Kind. Komm schon, Leben aufladen. Personality transfer at 74%. Oh, na super. Ja, können mal das hier fressen. Fuck. Tinder ist schon wieder. Ich komme hier nicht lebend raus. Data bottleneck encountered. Die können mal den hier fressen und du kriegst gleich so eine verpasst. Hier hätten wir wieder ein bisschen ausharren. Oh. It's full of stars. Oh nein, jetzt sind schon sogar noch zwei davon da. Na ja. Mach. Noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Download complete. Alright. Time to kill us some aliens. Oh god. I'm gonna regret getting Sid a real body, aren't I? Oh Sid. We're gonna get along famously. Oh shit. Oh, shit. This is great. Oh, super. Kenzie? Take him down and I should be able to transfer some of his powers to you. Take him down, ist klar. Ich kann dir doch nicht mal ver... Ah! So einer bist du. Ah, nee, okay, wir müssen das so machen. Eis einstellen. Dann so machen. Mach doch! Oh, da. Springt der aufs Dach? Verarschen. Push! Junge, dein Ernst?
Dein beschissener Ernst? Dann mach doch mal den scheiß Eis-Smash! Headshot. Nein! So versteckst du dich da oben, wie ein feiges Huhn. Och, Kind. So klar. Warum zur Hölle schießt er die ganze Zeit daneben? Bitte! Scheiß Monster. Wie? Bin hinter dir! Oh. Diesmal gehe ich auch hoch. Ja klar, dann geht der Ficker wieder runter. Mich verarschen, jetzt komme ich auch noch nicht mal raus. Nein! No! Ist er wieder zu einem Pisser geworden. Kiddies. Mama, Mama, lad, 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 lad. Ja. Rein. Weg mit. Ja. Whoa, this is telekinese. Welcome to being able to move things with your mind. Oh yeah. Wohoo! Fliegt er weit! Mein Spielzeug! Ah. Oh. There's a giant glass orb here, Kinsey. Yeah. It has more clusters in it. Pick it up with your mind and smash it open. Hey. Okay, now use that power to throw things at the warden and take down his shields. Oh, okay. Okay.
anderes. Wie? Tja, erwischt. Bratwurst. Ich verprühe dich, bis du Knochen kackst. Ich bin ein Jedi-Ritter, Bitch. Wie nice das aussieht, wenn er so wegfliegt. Und auch mit deiner geilen Sonnenbrille. Ey! Ich hatte noch nicht mal Zeit, den zu schlagen. Nice job. I'm sure you'll have plenty of chances to use it. Aber sowas von mit der mit der Fähigkeit wird's mal richtig abgehen. Versorge CID mit Strom. Kinder, ist was der Folge. Fast die ganze Folgenzeit damit zugebracht. 3000 Credits nur. Oh, ist ja aber ein bisschen schwach hier. Ich würde sagen, jetzt wagen wir uns an ein paar Nebenmissionen etc. und scheißen jetzt erstmal auf die Hauptmission. Einfach damit wir noch ein bisschen Zeit über. Also einfach damit wir auch nochmal was anderes machen. Was ist das hier? Okay. Alter. Und natürlich genau daneben. Hier sind irgendwie so komische Musik im Hintergrund, sodass ich die ganze Zeit denke, hier ist irgendeine Tür, wo wir rauskommen. Die würde ich natürlich auch sehr gerne ausnutzen. Dann könnten wir nämlich mal gucken, was es da draußen in der rechten Welt noch so alles zu tun gibt. Der müsste jetzt eigentlich auch so super schnell hauen wie Flash, das wäre richtig nice. Okay, hier irgendwo haben wir noch so einen Datenteil. Oh, das ist wieder so ein Teil. Okay, da können wir dann wohl einfach durchschmettern. Vermutlich. Irgendwann. Ich weiß nämlich, dass wir dann noch so eine Fähigkeit bekommen, womit wir dann so supermanhaft nach vorne fliegen können. Ja, und wir haben diesen Doppeldingens Bastikanti bekommen. Und mit der Telekinese werden wir aber mal richtig hübsch viel Spaß haben. Boom. Okay, und dann würde ich mal sagen, wir ziehen dann jetzt mal los in die Autowerkstatt. Und kümmern uns dann um unser Big Boss Auto. Natürlich nehmen wir noch ein paar dieser Datenteile hier mit. Nein, nein. Oh, Kinders. So. Den Teil 10. Aha. 10. Sammlung schon. Wie, es gibt insgesamt nur 100? Wow, ich habe schon 30. Na gut, die letzten ungefähr zu finden, das wird ein bisschen schwieriger sein. Ich meine, jetzt sehen wir ja noch die meisten überall. Ich find's nice, dass diese Hüpferei keine Power zieht. Wie die Sprintanzeige des Sprinten wegzieht. Das finde ich richtig gut. Mmm, Slutter you. Kommen wir da rein? Oh, das können wir hacken. Machen wir doch mal gleich.
Oh, und da meldet sich der Timer. Ich würde sagen, wir hacken erst nochmal das Teil hier. Zack. Und was uns da drin jetzt erwartet, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Let's Play Saints Row 4. Also, bis dahin.